Diese Turbulenzen natürlich haben ihre weitgehenden Folgen auch für das Vertrauen der Anleger, weil viele Leute sich von Märkten verabschieden und sagen von diesem Hintergrund, ich will mit Märkten, mit Kapital und mit diesen Sachen nichts mehr zu tun haben. Nur die Frage muss man sich heute stellen, wie geht es weiter? In welcher Situation sind wir aktuell? Vielleicht noch ein paar Worte zu diesen Turbulenzen, wie die zustande kamen. Wir haben auf der einen Seite, das muss man sich ja immer klar machen, haben wir eine Wirtschaftsentwicklung, die, wie gesagt, sehr gesund ist als Wirtschaftsentwicklung. Wir haben vor 10 Jahren, vergleichen wir das mal vor 10 Jahren, hatten wir schon mal eine Krise der sogenannten Emerging Markets gehabt. Die hat es gegeben, weil es durch den Wegfall der Berliner Mauer und durch diese Öffnung, die ganze Perestroika, das ganze, diesen Wegfall der Systeme quasi, hat es eine, sagen wir mal, unheimliche Dynamik plötzlich in der Wirtschaft gegeben, aber die kam relativ unvorbereitet. Und damals hatten die Staaten noch kein finanzielles Polster gehabt. Ich will einen kleinen Vergleich bringen. 1998 war Russland zahlungsunfähig, hatte offiziell noch 8 Milliarden Währungsreserven und 185 Milliarden Dollar Auslandsschulden und noch Rückstand bei Zinszahlungen. Heute hat Russland 10 Jahre später 650 Milliarden Währungsreserven, hat daneben noch 250 Milliarden einen Fonds, den sie aus den zusätzlichen Steuereinnahmen aus dem Öl gespeist haben, für Zeiten, wenn man das mal brauchen würde. Das haben wir nicht ins Staatsbudget reingegeben. Warum? Weil die im Staatshaushalt ohnehin einen Überschuss haben. Damals, 1998, konnten die ihre Gehälter nicht zahlen. Da gab es, kann ich mich noch erinnern, einen Streik der Eisenbahnarbeiter, die eben ein halbes Jahr keinen Lohn mehr bekommen haben in Russland. Und heute haben wir einen Haushaltsüberschuss. Das heißt, und das Land hatte gleichzeitig damals 185 Milliarden Schulden gehabt, heute haben wir nur noch 45 Milliarden Auslandsschulden. Die würden sie auch zurückzahlen, und die Banken wollen nicht, weil die hohe Zinsen tragen, sagen, nö, wir wollen nicht, dass sie das zurückzahlt. Und so hat sich die Situation geändert. Das heißt, eine Stabilität. Was war China? China hat heute 1,9 Milliarden, Entschuldigung, 1900 Milliarden, man verwechselt oft die Nullen, Währungsreserven. 1900 Milliarden Dollar Währungsreserven. Wir haben heute Staaten, die klein sind mit enormen Währungsreserven. Brasilien, ein bedeutendes Land, 160, 170 Millionen Einwohner, keiner weiß das so genau, das wird dann nicht so genau gezählt. Brasilien war immer ein Abwertungskandidat, immer ein Kandidat gewesen, der nicht zahlen konnte, der immer am Rande der Zahlungsunfähigkeit war. Heute hat Brasilien ein anderes Problem. Heute leben die damit, dass die Währung zu stark wird, weil die Rohstoffe haben. Die haben Öl, die Preise für Eisenerz haben sich deutlich erhöht. Das Land ist ökonomisch vorangekommen. Wir haben heute massenweise Währungsreserven. Heute von den gesamten Staaten auf der Welt gibt es kein bedeutendes Land, was irgendwie, sagen wir mal, nicht zahlungsfähig wäre. Island ist ein kleines Sonderproblem, weil dort im Prinzip durch Hedgefonds und Banken spekuliert worden ist, dann Nordkorea und dann noch Simbabwe. Das können wir aber relativ vergessen. Wir haben keine dieser Staaten. Damals waren Thailand zahlungsunfähig und so weiter. Heute haben die enorme Währungsreserven. Wir haben heute auf der Welt Währungsreserven von über 7.000 Milliarden Dollar, wo die Staaten haben. Das ist ein enormes Polster. Und diese Währungsreserven sind ein Resultat der wirtschaftlichen Aktivität. Und da muss man sich eins vorstellen. 75% dieser Währungsreserven, die heute da sind, das ist ja das Ergebnis der gesamten Geschichte, sind in den letzten 8 Jahren kreiert worden. Und das bedeutet natürlich, dass wir daraus einige Turbulenzen an Märkten hatten. Warum? Weil es plötzlich viel Geld war, sehr viel Geld war. Und dann hat man nach Anlagen gesucht und dann haben einige Banker in New York überzockt. Die haben sich Produkte, Instrumente erfunden, wie sie mit diesem Geld, was sie mit diesem Geld machen sollen. Das ändert aber nichts daran an der Realität der Welt. Das ist eine Sondererscheinung, die wir heute dort haben. Das, meine Damen und Herren, ändert nichts an der Realität. Und die Realität der Welt heißt, die Mehrheit der Menschen ist fleißig. Denn wenn Sie Zahlen sehen, 10% Wachstum in China oder 8,5% Wachstum in Russland, um mal ein paar Beispiele zu nehmen, oder 15% Wachstum in Angola, mal was Exotisches zu sagen. Das ist ein Ergebnis des Arbeit der Menschen. Das ist ja nicht etwa, das ist keine Buchhaltungszahl aus der Buchhaltung. Das wird häufig vergessen.
Vor lauter Zahlen und vor lauter Größen, mit denen wir heute arbeiten, wird vergessen, dass hinter dem Ganzen eine Leistung steht. Und ich habe vor Jahren schon gesagt, wir haben ein Ende dieser Systeme durch den Wegfall von Ost und West, durch diese ganzen Dinge, durch diese kleinen momentanen Sachen, die dort in Georgien gelaufen sind und so weiter. Und da ist Amerika da völlig falsch gewickelt, meine ich, vor diesem Hintergrund. Wir haben im Prinzip müssen wir auf der Welt alle zusammenarbeiten und so weiter. Aber es ist etwas passiert. Heute können die Menschen überall ihre Wünsche veröffentlichen. Wenn sie zu Stalins Zeit gesagt hätten, Eigentum, dann wären sie nach Sibirien gegangen. Schon für das Benutzen des Wortes, nicht? Und heutzutage ist der gesamte Immobiliensektor in Russland privatisiert und die Menschen haben alle ihre Eigentumswohnung. Und wenn sie in Urlaub fahren, treffen sie voll Menschen aus Russland. Das ist fantastisch. Nur als ein kleines Beispiel. Überall auf der Welt haben Leute nämlich die gleichen Wünsche. Und dann, das habe ich vor 10 Jahren schon gesagt, was die Welt vorantreibt, ist, weil die Menschen auf der ganzen Welt die gleichen Wünsche haben. Und die Wünsche sind, Leute wollen einen netten Partner normalerweise, die wollen schlaue Kinder, das sind so die Wünsche, die wollen einen guten Beruf, die wollen ein schönes Haus haben, dann nur ein schönes Auto und dann gibt es verschiedene Hobbys auch noch. Ich sage, was die Menschen am meisten unterscheidet, sind die Essgewohnheiten. Nicht? Der eine macht mehr Pasta, der andere macht mehr, was weiß ich, Salchicha in Spanien und der andere macht mehr Kartoffeln oder sowas. Das ist völlig egal. Oder sonstige Küche. Ne? Die Basken haben andere Präferenzen in der Küche als die Leute in Andalusien und ähnliches. Und das ist das, was die Menschen am meisten unterscheidet, sind gerade die Essgewohnheiten. Obwohl sie sich auch vereinheitlichen langsam und auf die Essgewohnheiten verbindende Länder. Sie gehen heute überall hin und finden in Wien ein thailändisches Restaurant und in Madrid ein indisches Restaurant. Und dann wird man neugierig auf die anderen Völker. Und die Wünsche sind alle gleich. Ich war in Vietnam im Herbst gewesen und das war mir so ein offizieller Besuch mit Termin beim Präsidenten und so weiter. Und damit wir da nicht nur das offizielle Programm sehen, natürlich so seine eigenen Runden durch die Stadt gemacht. Es ist unglaublich, was da für eine Aktivität ist. Und die Menschen arbeiten und da ist ein bisschen mehr Freiheit jetzt, obwohl das ja noch so halb kommunistisches System noch ist, aber schon im totalen Übergang. Da werden überall Restaurants aufgemacht und da werden Wohnungen renoviert. Überall das Gleiche. Und dann lesen Sie auf der Tabelle über 8% Wachstum in Vietnam. Und dann, wenn Sie vor Ort sind, sagen Sie, die haben noch mehr Wachstum, weil vieles gar nicht in der Statistik auftaucht. Und das ist, was die Welt vorantreibt. Deswegen, wie geht es weiter? Die Welt geht weiter. Weil was wir sehen, ist keine industrielle Krise. Die Leute brauchen ihre Autos, sie brauchen die wieder auf neue. Die Leute brauchen Energie, weil Leute leben wollen und auch Lust haben am Leben. Und das treibt die Welt voran. Und diese Turbulenzen, meine Damen und Herren, ist nicht